mitbekommen haben, ist Hitze ein zunehmendes Thema, vor allem hier auch in Deutschland als Auswirkungen des Klimawandels besonders spürbar. Und das zeigt die Karte hier auch ganz gut. Hier sehen wir im Jahresverlauf den Anstieg an Hitzetagen in Deutschland, auch mit einer Verteilung hier vor allem im Westen, im Südwesten und hier auch im Osten, wo es dann in den Regionen zu besonders vielen Hitzetagen kommt. Und dazu haben wir ein Problem, dass wir den demografischen Wandel haben, also neben dem Klima, den klimatischen Wandel, auch einen demografischen Wandel. Das heißt, dass die Gesellschaft altert und ja, die Anzahl der Menschen, die besonders gefährdet sind vor Hitze, einfach zunimmt. Dann den Klimawandel, wie vorhin schon angesprochen, durch den die Hitzeperioden einfach zunehmen und es öfter vorkommt, dass auch Tage mit extremer Hitze auftreten, und den Trend der Urbanisierung, also dass Menschen eher in die Städte ziehen und in den Städten Wärmeinseleffekte auftreten. Das heißt, dass es in den Städten bis zu 10 Grad wärmer sein kann, was dann natürlich auch nochmal für Menschen, die gefährdet sind gegenüber Hitze, eine zusätzliche Belastung bedeutet. Und im Bereich der Pflege habe ich drei Schwerpunkte sozusagen an hitzebedingten Gesundheitsproblemen in der Pflege hier dargestellt, die besonders wichtig sind, glaube ich, in unserer täglichen Arbeit, in dem, was wir quasi in der stationären Langzeitpflege besonders beachten müssen. Und das ist einerseits der Punkt der Anpassungsschwierigkeiten. Also wir haben es mit Menschen zu tun, die sich nicht mehr so gut an die Hitze anpassen können, vor allem auch nicht so schnell an die Hitze anpassen können. Wir wissen auch aus den Erfassungen der letzten Jahre, dass die ersten Hitzetage, die ersten Hitzeperioden tatsächlich auch die gefährlichsten sind für die Menschen, weil der Körper auch noch nicht die Hitze so gewohnt ist wie dann im späteren Verlauf des Sommers. Und dort haben wir das Problem, dass ältere Menschen, mit denen wir es ja oft zu tun haben, oder pflegebedürftige Menschen, eine geringere Abgabefähigkeit haben der Körperwärme, sei es durch eine verringerte Durchblutung der Haut oder dass ältere Menschen, oder auch kranke Menschen einfach weniger schwitzen. Der Bereich der Wahrnehmung der Hitze, dass Menschen wenn wir an Menschen mit Demenz denken, die einen großen Anteil haben in den stationären Pflegeeinrichtungen, ja, auch vielleicht mal im Wintermantel während des Sommers über den Wohnbereich laufen, dass sie körperlich aktiv sind, sich viel bewegen, auch während Hitze, und ja, sich dann auch in den heißen Bereichen der Einrichtung aufhalten und dort einfach sich ja diese Hitze nicht adäquat wahrnehmen können. Und der Bereich der Hydration, der ja bei uns in der stationären Pflege eher ein wichtiges Thema ist, wo einfach nochmal eine größere Gefahr der Dehydratation besteht durch das sowieso bestehende verminderte Durstgefühl, aber dann auch die Auswirkungen der Hitze, die da noch hinzutreffen. Ein weiterer Bereich ist der Bereich der Erkrankungen. Also die Menschen, die wir versorgen, haben oft viele verschiedene Erkrankungen, vor allem auch chronische Erkrankungen, die hier das Risiko gegenüber Gesundheitsproblemen bei Hitze nochmal deutlich erhöhen. Also die neurologischen Erkrankungen habe ich vorhin schon angesprochen, Demenz zum Beispiel hier genannt, aber auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also die Hitze nochmal als zusätzliche Belastung des Herz-Kreislauf-Systems, wo dann, wenn Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehen, nochmal eine besondere Gefahr besteht, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus und Infektionserkrankungen. Und ja, die Pflegebedürftigkeit an sich stellt ja auch einen Risikofaktor dar. Also Menschen, die bettlägerig sind oder eine eingeschränkte Beweglichkeit haben, die vielleicht dann auch nicht selbstbestimmt den Ort wechseln können und der Exposition entkommen können. Und als letzten Punkt, auch ein sehr wichtiger in der pflegerischen Versorgung, der Bereich der Medikamente. Einerseits der Punkt der unerwünschten Arzneimittelwirkungen, ja, durch vielfältige Medikamente, die unsere Bewohnenden ja einnehmen, also Beruhigungsmittel, Diuretika, aber auch blutdrucksenkende Mittel und transdermale Therapeutika, wo sich die Wirkung verändern kann während Hitze.
aber auch der Bereich der Lagerung, der hier wichtig ist und mitgedacht werden muss, also dass die Medikamente ihre Wirksamkeit auch behalten während Hitzeperioden. Und ein weiterer Schwerpunkt, auch in unserem Higela-Projekt, ist der Bereich der Mitarbeitenden. Also neben den versorgungsspezifischen Themen ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns und unsere KollegInnen selbst im Blick haben und darauf achten, dass sie nicht zu sehr belastet sind bei der Hitze. Und dort, ja, trifft Hitze einfach auf ein sehr angespanntes Feld. Wir haben die Menschen, die sind hier selbst betroffen, müssen arbeiten, zum Beispiel in aufgeheizten Umgebungen, also in Bereichen, in denen die Temperaturen sehr hoch sind. Wir wissen alle, dass wir im Bereich der Pflege einen Personalmangel haben und ja, dass Hitze auch noch dann auftritt, wenn der Dienstplan besonders dünn ist, also in der Urlaubszeit. Und das sind natürlich auch alles Faktoren, die uns Mitarbeitende und unsere KollegInnen zusätzlich belasten. Und das sehen wir hier ganz gut. Hier ist eine Befragung von 2020 vom LMU-Klinikum durchgeführt worden. Das war zur Zeit von Corona. Also dort haben Pflegepersonen mit der persönlichen Schutzausrüstung gearbeitet und dort wurde gefragt, wie sie die Hitze empfinden. Und da sehen wir ganz gut, dass die Pflegepersonen zurückgemeldet haben, dass sie hier doch zunehmend Gesundheitsprobleme spüren während Hitze. Und das macht ganz gut deutlich, dass wir da was tun müssen für unsere KollegInnen, um die auch vor Hitze zu schützen, aber auch um natürlich die Qualität unserer Arbeit sicherzustellen, wenn wir bedenken, dass hier Menschen zunehmend gereizt reagieren, genau, Schwindel haben und selbst einfach unter der Hitze leiden, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität unserer Pflege und unserer Arbeit und Versorgung. Genau, das war soweit ein kleiner Input sozusagen zum Einstieg, warum Hitze ein ja zunehmendes Thema auch in der stationären Altenpflege ist. Jetzt blicken wir einmal kurz auf Hitzemaßnahmenpläne. Genau, dieses ist zum Beispiel eine Form der Darstellung, die passt jetzt natürlich nicht so gut hier für die Präsentation. Das ist der Musterhitzeschutzplan für stationäre Pflegeeinrichtungen. Genau, den kriegen Sie auch im Anschluss nochmal zugeschickt von uns, erstellt vom Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin. Genau, dann haben wir den auch einmal angepasst. Das ist schon deutlich niedrigschwelliger, finde ich. Hier haben wir versucht, das Ganze mal einzuordnen, wie so ein Jahresverlauf mit Blick auf Hitzeschutz aussehen könnte für stationäre Pflegeeinrichtungen. Und genau das würde ich jetzt noch mal genau ein bisschen genauer tun. Es kommt jetzt einiges, was Sie auch schon genannt haben. Also da spielen natürlich viele Maßnahmen, die Sie jetzt schon erwähnt haben, eine wichtige Rolle. Und genau da haben Sie einfach auch schon viel getroffen. Und das Wichtigste zu Beginn für einen funktionierenden, effektiven Hitzeschutzplan ist, dass oder dass die Hitzewarnungen die Einrichtungen, Ihre Einrichtungen auch erreichen. Und dafür gibt es die Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes, genau, die Sie abonnieren können, sei es über eine App oder über den E-Mail-Newsletter, wo dann die Hitzewarnstufen 1 oder sogar Hitzewarnstufe 2 ausgerufen wird und Sie genauere Informationen bekommen zu der Lage, die dann vorliegt. Genau, und da ist es dann wichtig, dass diese Warnung Ihre Pflegeeinrichtung erreicht. Am besten die Leitungsposition, das Qualitätsmanagement und die Pflegedienstleitung und Hauswirtschaftsleitung. Und dass diese Hitzewarnung dann auch weitergegeben wird an die Mitarbeitenden in den verschiedenen Arbeitsbereichen, die wir haben. Das ist hier die Küche, die soziale Betreuung, die Hauswirtschaft, Haustechnik und der Pflegebereich. Und ja, dabei können, was wir vorhin auch schon gehört haben, Informationsmaterialien hilfreich sein, bestehende QM-Dokumente zum Beispiel, Maßnahmenbeschreibungen, ein Ablaufplan, was jetzt ansteht, wenn eine Hitzewelle auf uns zukommt, genau, oder aber auch Checklisten, dass nochmal vorher geguckt wird, okay, haben wir alles, sind wir vorbereitet. Dazu haben wir auch
eine Schwerpunktveranstaltung geplant zum Thema Hitzeresilienz ins Qualitätsmanagement überführen. Eine unserer AWO-Einrichtungen, genau, berichtet da dann, wie sie das in ihrer Einrichtung angegangen haben, dort Hitzeresilienz ins Qualitätsmanagement mit aufzunehmen am 25. Juli. Genau, dort gehen wir das Thema dann nochmal intensiver an. Ja, und jetzt hier nochmal als Beispiel, wie verschiedene Maßnahmen aussehen können. Da haben wir dann hier die verschiedenen Bereiche, an die dann die Hitzewarnung sozusagen weitergeleitet wird. Und dann können Maßnahmen hier im Bereich der Pflege entstehen, einmal zu schauen, okay, welche Bewohnenden sind denn besonders gefährdet gegenüber Hitze? Welche Bewohnenden haben dort nochmal ein besonderes Risiko? Das Lüften der Räume als Maßnahme haben wir vorhin auch schon oft gehört, dass es dort wirklich nicht während der Hitze das Fenster durchgehend auf Kipp ist, sondern dass wirklich es ein Lüftungsmanagement gibt, an dem sich im besten Fall gehalten wird. Dann die Flüssigkeitsaufnahme zu fördern, dort wo es geht, kühlende Pflegemaßnahmen anzubieten. Da haben wir auch schon einige Beispiele gehört, die durchgeführt werden, zum Beispiel kühle Duschen oder ja ein Fußbad, wenn es denn angenommen wird. Das Medikamentenmanagement, was dann beachtet werden muss, auch natürlich in Zusammenarbeit mit den behandelnden MedizinerInnen, die ja dort tätig sind mit den Bewohnenden, und die AZ-Kontrolle, also der ja einfach der Blick auf die Bewohnenden, wie verhalten die sich gegenüber Hitze, gibt es da Auffälligkeiten im allgemeinen Zustand. Ja, auch dafür haben wir Schwerpunktveranstaltungen geplant, genau, die dann da nochmal auf diese Maßnahmen intensiver eingehen werden. Im Bereich der Haustechnik gibt es dann auch viele Maßnahmen, die wir hier schon gehört haben, auch wo wir schon Schwierigkeiten gehört haben, da die ja oft dann auch kostenintensiv sind und es auch ja hindernde Faktoren gibt, wie zum Beispiel den Denkmalschutz. Aber da ist es besonders hilfreich, wenn eine Art Sonnenschutzkonzept und Kühlungskonzept für eine Einrichtung vorliegt oder ja ermittelt, erstellt wird, dass Hilfsmittel aber auch zur Verfügung gestellt werden. Dort haben wir vorhin auch schon einige gehört, von Verdunster über Ventilatoren, Kühlgeräte auch, aber auch zum Beispiel feuchte Laken, die die Verdunstung fördern in den genau in den Räumen. Aber auch die Überwachung der Räume, also dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in den Einrichtungen systematisch erfasst wird, dass überhaupt vorliegt, okay, wie heiß wird es bei uns und in welchen Bereichen wird es besonders heiß? Wo müssen wir wirklich besonders darauf achten? Ja, die Versorgung mit Getränken sicherstellen und kühle Räume einrichten. Kühle Räume bietet sich an, dass Bewohnende wirklich, wenn eine besonders heiße Hitzewelle kommt, einen Ausweichraum haben, aber natürlich auch die Mitarbeitenden einen Pausenraum haben, haben wir vorhin auch schon gehört, in dem sie einmal runterkühlen können, in dem sie ausweichen können in der Pausenzeit. Auch zum Thema ja, Haustechnik, bauliche Maßnahmen haben wir dort Schwerpunktveranstaltungen geplant, um dort auch nochmal genauere Informationen dann liefern zu können. Im Bereich der sozialen Betreuung, auch ein wichtiger Bereich, dicht an den Bewohnenden dran. Hier ist es zum Beispiel hilfreich, das Infomaterial auszuhängen, zu nutzen, was es gibt. Es gibt eine Vielzahl an Informationsmaterialien mittlerweile. Die Betreuungsangebote anzupassen mit den Bewohnenden, dass dann vielleicht nicht die Gymnastik während Hitze stattfindet, sondern vielleicht Einzelbetreuung mit Blick auf Flüssigkeitsförderung. Ja, und das Informieren auch der Besuchenden und Angehörigen, dass die nochmal ja, besonders sensibel sind und nochmal schauen auf ihre Angehörigen. Genau, und hier auch die heißen Räume im Blick zu haben. Auch hier zum Thema Kommunikation haben wir Schwerpunktveranstaltungen geplant, die da vielleicht ganz interessant sein können. Dann der Bereich der Hauswirtschaft. Dort haben wir vorhin auch schon einige schöne Maßnahmen gehört, dass Sommerkleidung bereitgestellt wird, wenn es sie gibt, dass mit Kühlkleidung oder Hilfsmitteln unterstützt wird. Genau, also dort können Kühltücher, Puls,
Tücher genutzt werden bis hin zu Kühlwesten. Also dort gibt es schon eine Vielzahl an Unterstützungsmaterialien, die natürlich aber auch immer mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind. Ja, feuchte Laken, wie vorhin schon angesprochen, aber auch der Fakt der dünnen Bettwäsche, dass die einfach dann im Sommer bereitgestellt wird und dort schnell gewechselt werden kann. Auch dafür haben wir, genau zum Thema Dienstkleidung, haben wir eine Schwerpunktveranstaltung geplant. Und als letztes der Bereich der Küche, den wir vorhin auch schon in den Blick genommen haben, dass dort ja zusätzliche Getränke bereitgestellt wird, dass die Ernährung gegebenenfalls angepasst wird, dass die Versorgung mit wichtigen Elektrolyten geschieht und vielleicht ja wasserreiches Obst und Gemüse angeboten wird und ja gegebenenfalls ein Sommerspeiseplan erstellt wird in den Einrichtungen, dass dort quasi der Plan schon vorliegt für den Sommer, der dann umgesetzt werden kann. Und auch dafür haben wir eine Schwerpunktveranstaltung geplant, mit einem Koch zusammen. Genau, und dort gehen wir dann auch noch mal intensiver auf das Thema Ernährung ein. Ja, genau. Und ganz wichtig natürlich mit Blick auf die Mitarbeitenden ist der Arbeitsschutz. Also dort auch zu schauen, okay, ich weiß, wir arbeiten in den Bereichen, wo wirklich wenig Zeit zur Verfügung ist oft, aber wirklich auch zu schauen, okay, wie können die Mitarbeitenden bei Hitze entlastet werden? Gibt es Möglichkeiten, kleinere Pausen anzubieten zwischendurch? Können wir kühle Pausenräume zur Verfügung stellen? Oder halt, wie wir vorhin schon gehört haben, Getränke anbieten oder Eis, dass dort hier die, ja, die Hitzebelastung reduziert wird. Genau, und so kann ein Hitzemaßnahmenplan dann aussehen. Ich würde noch hinzu ein paar Tipps zur Einführung, fünf an der Zahl, noch Ihnen mitgeben sozusagen, was sinnvoll erscheint. Das kommt aus dem Buch Vor Hitze schützen, ein Handbuch für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Genau, und das ist entstanden aus den Erfahrungen aus Hessen, die ja schon ja, seit längerem im Bereich Hitzeschutz aktiv sind und dort auch schon seit längerem verpflichtend Hitzemaßnahmenpläne für Altenpflegeeinrichtungen erstellt haben. Und dort sind diese fünf Tipps entstanden. Einerseits der Tipp, eine Steuerungsgruppe zu bilden in den Einrichtungen, also da ja verschiedene Entscheiderinnen, aber auch KompetenzträgerInnen mit aufzunehmen, die eine Steuerungsgruppe bilden, dann ja Beteiligungen in den Einrichtungen zu ermöglichen aus den verschiedenen Bereichen am sinnvollsten, wenn wirklich da eine gute Durchmischung ist aus den verschiedenen Arbeitsbereichen, dass ein breites Bild entsteht, dann ja die Bedarfe zu erfragen, okay, wo brauchen wir denn überhaupt oder wo leiden wir denn besonders unter der Hitze? In welchen Bereichen der Einrichtung? Was ist besonders problematisch, dort zu schauen, okay, was brauchen unsere Mitarbeitenden überhaupt? Dann die Integration ins QM, dass es dort ein lebendiges ja, Qualitätsmanagement gibt und Hitze dort eine Rolle spielt und dort mit aufgenommen wird. Und ja, dass der Punkt Sensibilisierung, den wir vorhin auch schon gehört haben, dass die Mitarbeitenden, die Bewohnenden und auch die Besuchenden zu dem Thema dann ja, sensibilisiert werden in regelmäßigen Abständen und das Thema dann ja vor dem Sommer am besten auf dem aktuellsten Stand ist in den Einrichtungen.